So, ihr Lieben, damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von JWE2. Ich muss gerade erstmal den Timer mal wieder startklar machen. Zuerst mal, die letzten beiden Aufnahmen waren ja wohl vom Sound her katastrophal. Ich habe jetzt ein paar Dinge geändert. Ich hoffe, es klingt dann in der endgültigen Version besser. Ich habe ein bisschen mehr Verstärkung reingehauen. Jetzt klingt der Ton auch wieder ein bisschen klarer. Ich hoffe, das bleibt so. Ich weiß nicht, wieso man da ab und zu mal Sachen ändern muss. Keine Ahnung, obwohl es das gleiche Spiel ist. Bin ich ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Aber ich übe ja noch. Ich bin auch nicht ganz eingefahren, immer noch nicht mit den Einstellungen, weil ich mich da einfach relativ wenig auskenne. Vielleicht kann mir da ja mal jemand gute Tutorial-Videos empfehlen oder irgendwas, wie ich am dümmsten, ich nehme mit OBS auf, wie ich jetzt für mich persönlich die Einstellung anpasse. Und gerne auch so, dass ich es auch wirklich nachvollziehen kann, wäre gut. Und das heißt, am besten wäre es, wenn das Video auf Deutsch wäre. Ich kann zwar Englisch, aber es ist Schulenglisch und da ist oft dann mal, besonders solche Begriffe, solche technischen Sachen sind da halt echt schwierig. Nee, wie gesagt, ich hoffe, es läuft jetzt besser. Wir haben auch noch ein kleines Problem, beziehungsweise ich habe ein Problem, ihr somit auch. Animania Survival hat gerade irgendwie ein kleines Problem, fürchte ich. Oder ich habe nur ein Problem mit Animania Survival. Ich weiß nicht, ob ich diesen Bug habe. Es haben immer die Leute geschrieben, sie fliegen ständig aus dem Spiel raus, beziehungsweise vom Server. Habe ich auch, aber meiner Meinung nach nur auf einem Server, dann ist einer aber verschwunden. Wer da auch spielt, kann mir mal sagen, ob er auch das Problem hat. Es war ein sehr großer Server, ich möchte jetzt keine Namen nennen, um da nicht irgendjemanden in Verruf zu bringen, indem ich behaupte, der Server wäre verschwunden, aber ich glaube nicht, dass das Problem nur bei mir liegt. Das würde mich sehr wundern, wenn da plötzlich irgendwelche Server nicht mehr aufgelistet wären. Da war ich regelmäßig drauf und ich hatte dann ausgewachsene Elefanten drauf, also der Discord ist noch online, vielleicht schreibe ich darüber mal, aber ich gucke mir das jetzt diesen Tag nochmal an, auch mit diesen Disconnected eben, ist auch ein bisschen sehr nervtötend, passiert mir tatsächlich auf einem größeren Server und auf dem anderen ist das auch passiert, vielleicht ist es wirklich nur auf den größeren Server, nur in Anführungszeichen. Dann könnte es wirklich ein Bug sein. Spiel habe ich schon neu installiert, alles. Dann hilft leider wieder mal nur warten. Und deswegen werden bei uns auch einen kleinen Ersatz, möchte ich jetzt nicht sagen, um Himmels Willen, aber um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, fange ich noch mit einem neuen Spiel an. Vermutlich heute direkt. Ist ja auch was. An Animalia Survival bleiben wir selbstverständlich dran. Selbstverständlich, gerade jetzt, wo ich den Leo so neu lieb gewonnen habe. Gut, das war's erstmal mit der Info. Jetzt haben wir eine Parktour zu bauen, hätte ich jetzt was gesagt, zu besichtigen, mitzumachen, einen Weg zu bauen. Aber mir ist gerade beim, ein bisschen Hintergrundsound noch dazu aufnehmen, für den Test was aufgefallen, was wir zuallererst beheben müssen. Und ich habe hier Kaffee, den darf ich auch nicht unbedingt vergessen. Also seht es mir nach, wenn ich zwischendurch mein Schlückchen trinke. So, wir haben nämlich bei den Raptoren eine infizierte Nahrungsquelle. Das wir natürlich in Angriff nehmen müssen. Und soweit ich weiß, hatten wir auch noch einen verletzten Dilo. Aber den haben wir hier gerade gar nicht angezeigt. Ihr macht die Nahrungsquelle nicht angezeigt. Wieso nicht? Die Raptörchen sind ja hier, genau. Oh, wieso gehe ich nicht in den guten... Entschuldigung, ich habe gerade nicht nach vorne geguckt. Ich habe gerade die richtige Taste gesucht und überlegt, welches die richtige Taste ist. Was müssen wir damit nochmal machen? Nee, ergibt auch irgendwie keinen Sinn.
das hat der Ranger gemacht, glaube ich. Kann das sein? Dann fahren wir ihn mal schnell dahin. Ah, er hat es angezeigt. Okay. Wieso ist hier ein... Was machen unsere Kleinen da wieder? Oder ist das noch von, als sie sauer waren? Ach du Scheiße! Was denn jetzt passiert? Dass ich gerade nicht in der... Da vorne habe ich auch noch irgendwas gesehen gehabt. Ach, das ist die Futterstation. Hätte ich mal das Wichtige zuerst gemacht, bevor die da essen. Hallo. Entschuldigung, ich hab's ein bisschen eilig. Kolibakterien. Ach du Kacke. Ja, ist gut, mein Freund. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ah, jetzt kann ich es erforschen. Sehr gut, das werde ich euch direkt in Angriff nehmen gleich. Hier ist mein Tor. Aber warte mal, jetzt interessiert mich gerade, kann ich durch die Tore auch durchfahren? Nee, schade, das wird ein bisschen Zeit sparen. Aber ist nicht so schlimm. Die Raptoren sind aber friedlich gerade, wo ich hier so rumheize. Okay, gut, das haben wir gemacht. Kolibakterien möchte ich gerne erforschen. Unbedingt. Gesundheit, hier Medizin, Kolibakterien. Forschungspunkte. Ach, brauchen sie nur einen. Dann nehmen wir den Kollegen. Wie? Ach so, Forschung. In Medizin. Hier dann ihn. Chen. Ach so. Ja, toll. Ja, dann muss ich halt doch den Guten nehmen. Reicht auch nicht, doch. Dann erforsch mal. Die Kolibakterien. Jetzt fängt es wieder ein bisschen an zu regnen. Gut. Und hier brauchen wir noch immer einen Weg. Genau. Heißt, wir müssen ein bisschen von dem Wasser hier wegmachen. Und dann bin ich mega gespannt auf die Tour. Da freue ich mich schon total drauf. Oh, hier, wie sie alle im Wasser sind. Schön. Die kleinen Mäuse. Ich mag eh das Gehege gerne. Ich finde das auch eh sehr, sehr schön geworden, ohne jetzt angeben zu wollen. Ach, hatten wir jetzt noch einen Kranken hier oder nicht? Ganz vergessen. Sieht aber nicht so aus. Und wird mir der zufrieden? Zufrieden? Nö. Scheint sich schon wieder erholt zu haben. War vielleicht nur eine kleine Verletzung oder so. Ich habe mich da jetzt getäuscht. Kann ja auch mal passieren. Nee, mir gefallen die Gehege sehr gut, so auf den ersten Blick. Weil es sieht wirklich aus, als würde alles zusammengehören. Das finde ich sehr schön. Und mit den Dilos, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, die nicht mit in die Tour zu integrieren. Ein Objekt freigeschaltet? Okay, was denn? Cool. Machen wir mal wirklich so ein bisschen um den Serum hier. So. Und dann... Na toll! Jetzt werden die Tour gerade. Wir sind nur Augenblicke von der Eröffnung des Parks entfernt. Und jetzt ja, höre ich, dass wir kranke Saurier haben. Ich möchte Zusicherungen. Wir arbeiten bereits daran, Dr. Hammond. Jetzt gerade senden wir eine mobile Veterinäreinheit von der paläomedizinischen Einrichtung aus. Nicht wahr, Lilly? Ja, natürlich. Sie kümmern sich um die Diagnose und wir entwickeln ein Heilmittel für den Triceratops. Perfekt. Wir haben einen Plan. Damit ist alles vollständig unter Kontrolle. Das ist noch nicht einmal ein kleiner Rückschlag.
In Anbetracht all der Steine, die uns bei der Umsetzung des Jurassic Park in den Weg gelegt wurden, bin ich geneigt zuzustimmen. Was immer nötig ist, sorgen Sie dafür. Und Henry, informieren Sie mich, sobald das erledigt ist. Verstanden. Lily, machen Sie weiter. Danke. Wie Dr. Wu bereits sagte, ist alles unter Kontrolle. Okay, Heilmittel erforschen. Und dann will ich verdammt nochmal meine Tour fahren. Ich finde das gemein. Ich wollte mit dem ersten Dings fahren, der da so... mit dem ersten Wagen fahren. Bäh. Efeu-Vergiftung. Cool. Kommt mir direkt bekannt vor. So, was brauchen wir? 3 Medizin. Hier müssen wir ihn wieder nehmen. Den guten. Ah, ne, ist gar nicht wieder Chen. Ich dachte gerade. Da ist jemand sauer. Kann ich eigentlich irgendwelche Einstellungen noch vornehmen? Nee, anscheinend nicht, aber es fahren nicht so extrem viele auf einmal los. Das finde ich gut. Da hatte ich nämlich ein bisschen Bedenken. Das fängt ja schon gut an hier. Lassen Sie das. Oh Mann. Das machen wir jetzt und sobald die Dinos gesund sind, fahren wir mit der Tour auf jeden Fall. Efeu-Vergiftung freigeschaltet. Okay, gut. Dann brauchen wir wieder hier unseren Kumpel. Zum Heilen. Ich liebe diese Fahrzeuge. Eine Spritze. Ja, ist alles gut. Ins Horn, klar. Ja, Moment. Ich weiß nicht, was wundersamer ist, die Saurier zurückzubringen oder endlich den Jurassic Park für das Publikum zu eröffnen. Ein Traum wird wahr. Gut gemacht, John. Eine Hommage an uns alle. Und an die Kraft der Träume. Und an die anhaltende Faszination der Öffentlichkeit für diese erstaunlichen Tiere. Hoffentlich für immer. Wahre Worte, Miss Halford. Und nun möchte ich das Einzige sehen, was noch interessanter ist als die Saurier. Und was wäre das? Menschen, die zum ersten Mal einen Saurier sehen. Oh ja. Stimmt, wir können weiterhin die Plätze wechseln. Finde ich gut. Hallo. Velociraptor ist ein äußerst geschickter Jäger und seine gekrümmten Klauen sind perfekt geeignet, um Beute aufzuspießen und aufzuschlitzen. Durch koordinierte, sorgfältig berechnete Angriffe können Velociraptoren selbst große Ziele außergewöhnlich effizient ausschalten.
Das Fahrzeug hinter uns wird gerade, glaube ich, angegriffen. Da liegt eine tote Ziege rum. Cool. Sehr, sehr schön. Diese im Rudel jagenden Raubtiere sind wendige und intelligente Fleischfresser. Velociraptoren sind einzeln gefährlich, aber in Gruppen sind sie tödlich und so ziemlich jeder Beute überlegen. Oh ja. Ja, schön, da habe ich ein Foto von mir, wie ich gerade einen Raptor beobachte, der direkt auf mich zukommt. Schön. Dilo kann man mit etwas Glück auch sehen. Aber da will wirklich niemand durchfahren. Da hinten dreht ein Trizi gerade ab, der ist ja voll lang gerannt. Wo sind denn die Raptoren? Da hinten. Nur ein Raptor, den man sieht, ist ein guter Raptor. Zumindest solange man im Gehege ist. Boah, hier direkt am Wasser lang ist auch schön. Gehen wir aber wieder auf den anderen Sitz. Da rennt noch eine Ziege. Mal aussteigen, ein bisschen streichelt so. Genießen. Nein, lieber nicht. Ich frage mich, ob wir auch ein Struzio-Welt sehen werden. Boah, da, die haben die perfekte Sicht gerade auf den Triceratops da vorne. Oh Mann, oh. Der hat sich da gerade hingelegt. Der Park ist bemüht, Schäden und Verletzungen während eines Hurrikans zu minimieren. Unsere Wettervorhersagen gewähren uns ein Zeitfenster, um alle relevanten Anweisungen an unsere Parkbesucher weiterzugeben. Die haben da voll alles gesehen. Da die schönen Struzios, wie sie da alle stehen und posieren, und beide Trizis. Hier ist gerade keiner. Naja, man kann nicht immer Glück haben. Wirbelstürme können erhebliche Störungen und Zerstörungen verursachen. Wir möchten sie nicht beunruhigen, sondern ihnen helfen, sich auf potenziell gefährliche Bedingungen vorzubereiten. Scheiße, Sturmwarnung. Dann müssen wir jetzt aussteigen. Wo? Deswegen redet er die ganze Zeit. So, gut.
Besucherzentrum auch im Arsch. Klar, dass jetzt nochmal alles kaputt gehen muss. Das gesamte Personal, der Sturm legt sich langsam. Bitte nehmen Sie Ihre Arbeit wieder auf. Was soll das denn heißen? Die arbeiten die ganze Zeit. Trotz Sturm. Die sind da nicht so. So, ihnen denn das Tor, ne, denn den Zaun? Gut, perfekt. Das muss auch dann zuletzt repariert werden. So, dann ist alles Ankunftsort bauen. Und die Raptoren müssen dann zurück ins Gehege, aber ich baue erstmal den Ankunftsort, solange ich noch Geld dafür habe. Ach so, der ist ja da. Öffne den Park, indem du einen Ankunftsort festlegst und Park öffnen auswählst. Ach so, okay, gut, dann geht's ja. Dann müssen die Raptoren jetzt wieder eingeflogen werden. Hiermit. Hiermit. So. Eins. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Ein Schutzraum wäre auch mal ganz geil, aber. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Toilette. Produkt in der Luft. Schutzbunker hier. Wäre das. Wie erforsche ich denn den? Ach so, mit 30 Gästen. Stimmt. Stimmt, ja. Da hatte ich schon mal nachgeschaut. Dann können wir jetzt erstmal. Oh. Produkttransport wird durchgeführt. Erstmal noch ein bisschen Geld ausgeben. Und dann. Das wird gerade aufgebaut. Perfekt. Park öffnen. Produkt transportiert. So, das ist natürlich der Jurassic Park. Wie sieht das gehört? So. Oh, und ein Eis essen. Na los, das geht auf mich. Oh, danke. Willkommen. Das ist sehr nett. Im Jurassic Park. Ich dachte schon, das war's. Dann wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Hotels. Wenn sich deine Gästeanzahl erhöht, musst du mehr Hotels hinzufügen, um eine hohe Unterkunftsbewertung zu halten. Ja. Hotels müssen nicht in der Nähe von etwas platziert werden, um Unterkunft bereitzustellen. Aber sie bieten Sichtweite um sie herum. Genau. Die Unterkunftsbewertung ist eine Komponente des Gastkomforts. Schutzräume. Stelle sicher, dass es Schutzräume in der Nähe aller dicht besuchten Gebiete deines Parks gibt, um deine Schutzraumversorgung zu erhöhen. Öffne deine Schutzräume bei gefährlichen Stürmen und Saurierausbrüchen, um einen Rückgang deiner Sicherheitsbewertung zu vermeiden. Ja, und natürlich, dass die Leute nicht gefressen werden. Weil die Bewertung ist dann natürlich ausschlaggebender. Die Schutzraumversorgung ist eine Komponente des Gastkomforts. Ach so. Toiletten. Baue Toiletten, um dicht besuchte Bereiche deines Parks abzudecken und für Toilettenversorgung zu sorgen. Ja. Überprüfe den Ansichtsmodus für Toiletten, um Lücken in deiner Abdeckung zu identifizieren. Okay, das ist cool. Also gehen die Leute, wenn sie da hinten irgendwo sind, dann nicht mehr hier aufs Klo. Okay. Weil es zu weit ist. Die Toilettenversorgung ist, wer hätte es gedacht, eine Komponente des Gastkomforts. Und das war's. Bislang war der Jurassic Park ein fast vollständiger Erfolg. Dennoch wollen wir den Komfort unserer Gäste noch erhöhen, indem wir zum Beispiel sicherstellen, dass eine Toilette in der Nähe ist, wenn sie der Ruf der Natur ereilt. Schutzräume werden relevant, falls, und das ist ein großes Falls, Tiere ihren Gehegen entschlüpfen. Und je näher unsere Hotels den Sauriern sind, umso eher werden die Gäste ihren Aufenthalt genießen. Und das wollen wir auf jeden Fall. Ist ja erst zweimal passiert oder so.
Essentielle Gas... Okay. Gasdinger vor allem. Darf ich das jetzt einfach ohne es zu erforschen? Ich wollte das erforschen. Schutzbunker, jetzt verfügbar. Da, da, da. Sehr gut. Bauen wir hier direkt schon Raptoren. In weiser Voraussicht. Ein Klo brauchen wir auch. Vermutlich mehrere. Wobei hier am Hauptweg eins. Da hat es keinen Strom. Ne, hat keinen Strom so. Hier kann, hier kriegt es Strom. Okay, dann bauen wir es rein, ist auch nicht so schlimm. Klo. So, jetzt bin ich erstmal glücklich, dass ich einen Bunker habe. Das Hotel möchte ich gerne hier bei den Dilos erstmal hinstellen. Oder hier so. Nee, das ist doof. Da muss ein bisschen frei bleiben für die Leute. Für die Fahrzeuge. Die dann möglichst ungehindert zu den Gehegen kommen. Was macht ihr da? Ihr beiden, ey. Warte mal, haben die gar nicht so ein Ding? Ranger-Posten? Ich sehe gerade gar keinen. Doch, hier. Gut. Hätte mich jetzt auch gewundert. Hotel. Das ist voll schön. Hier ist wahrscheinlich der Ausblick, ne, da auf dieser Terrasse. Oder sogar in zwei Richtungen, wer weiß. Was kann ich gerade nicht so genau sagen. Also bauen wir es so. Obwohl, ist ein bisschen doof. Ich möchte es, glaube ich, doch lieber hier irgendwo ins Hauptgebiet machen. So, hier. Raptoren, und wenn man Glück hat, kann man da hinten... Ach so, es ist ja rundrum. Doch hier so, aber dann brauche ich wieder Strom. Möchte ich eigentlich darauf verzichten. So, da haben sie eben Sicht auf die Raptoren. So, ist doch auch schön. Oh, da sehe ich... Bleh. Da sehe ich aber auch schon, dass die Folge für heute dann wieder beendet wäre. Park ist wunderbarerweise ja eröffnet. Als nächstes sehen wir dann zu, dass wir hier eine Beobachtungsgalerie nochmal bauen. Und dann noch ein paar Toiletten und so. Der Weg ist abgedeckt. Aha. Okay, also muss dann hier so noch einer hin. Noch eine Toilette. Einen Schutzraum bauen wir auch noch ein. Okay. Stimmt, die werden ins Besucherzentrum ja auch gehen. Dann mache ich das jetzt nochmal kurz, dass ich hier schon mal die Dinger setze. Verbesserte Einrichtungen. Okay, das sind dann große wahrscheinlich hier, weil ich Unterkunftsbewertung ist auf 90%. Ach so. Ah, das ist abgedeckt hier, der Bereich. Gut.
Der Bereich halt noch nicht, wenn hier Menschen rumrennen. Das ist schön, dass es dann auch egal ist, wo in dem Bereich ich das platziere, finde ich gut. Also relativ egal. So, und ein Klo. Mittelgroße Einrichtung, ja. Ein Klo. Ein breiter Weg. Da kommen die ganzen neuen Gegenstände. Jetzt möchte ich gerne mal etwas sehen. Ja, man sieht auf jeden Fall in der Ferne Raptoren. Ist natürlich ein sehr kleines, sehr niedriges Hotel. Beim anderen wird man das jetzt ein bisschen schöner sehen bei so einem Huhn, aber was soll's. Das ist halt so. Boah, da stürmen die Leute hin. Die wollen die Parktour natürlich auch mitmachen. Und überleben. Boah, wie viele Leute. Gut, es läuft, würde ich sagen. Also machen wir jetzt erstmal aus. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich total viel. Also die Parktour war schon mal ein kleines Highlight. Dass der Park jetzt einfach offen ist, ist natürlich auch klasse. Ja, gut, das war's. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Jetzt muss ich die Folge dann erstmal rendern, hochladen und wie gesagt bei Animalia Survival im Moment ein bisschen geduldig sein. Ich weiß nicht, wann ich das dann wieder hinkriege, dass es wieder vernünftig läuft, weil es ist auch blöd, wenn ich ständig abstürze. Und mit ständig meine ich, also Connection verliere. Ich fliege ja nur vom Server und nicht aus dem Spiel. Ich weiß nicht genau, wo dann das Problem liegt. Mein Internet ist es auf jeden Fall nicht, weil alles andere funktioniert normal schnell. Wäre auch komisch, wenn das plötzlich so wäre. Was wollte ich jetzt noch sagen? Was war jetzt noch? Server. Ja, genau. Mit ständig meine ich tatsächlich im Minutentakt. Wäre es jetzt einmal in einer Stunde kein Problem. Selbst das hatte ich allerdings auch nicht. Ich hatte nie disconnected. Einmal oder zweimal seit in der ganzen Spielzeit war sowas aufgetreten. Da jetzt natürlich auch Weihnachtszeit ist, kann es sein, dass das ein bisschen dauert, bis es da dann eine Problemlösung gibt. Ich hoffe auf eine schnelle Hilfe oder dass sich das einfach von selber wieder ergibt, weil das doch bei mir irgendein Problem war. Glaube ich aber eigentlich tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. Oder ich habe da jetzt einfach den Bug erwischt. Wobei ich dann wiederum nicht weiß, wo dieser Server hin ist. Keine Ahnung. Aber vielleicht hat da jemand eine Lösung und auch für mein Soundproblem, dass ich das mal richtig verstehe. Muss auch kein Video sein, kann auch eine schriftliche Anleitung sein, ist mir eigentlich vollkommen egal tatsächlich, weil Videos habe ich schon tausende gesehen und die sagen alle was Unterschiedliches, die beten alles nur vor, wie sie die Einstellung haben. Ich würde es aber gerne nachvollziehen können, was jetzt was genau bewirkt und wie ich das am besten teste, das auch gerne verständlich erklärt. Ne? Aber vielleicht hat da ja jemand eine Lösung. Trotzdem, auch wenn nicht, Dankeschön fürs Zuschauen, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!